Hallo liebe Zuschauer, ich bin Legendkiller75 und ich labere euch heute mal bei dem Video voll. Ja, es ist ein Far Cry 3 Match, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Aber es ist kein Online-Match, also auf öffentlichen Servern, sondern ein Privat-Match zwischen mir und ein paar Kollegen. Schon zwei Videos davon hochgeladen, waren aber unkommentiert. Und ja, hier hole ich mir gleich mal schon den ersten Kill, schön mit der Sniper. Guck nach unten, weil mein Teamkamerad gekillt wurde. Und jetzt ein kleiner Tipp von mir, nicht mit der Sniper ganze Zeit zielen, sondern immer links, rechts gucken, auf welche Seite der vom Felsen rauskommt. Und dann sehe ich ihn. Wenn ihr jetzt fragt, was ihr da für so ein Teil auf dem Kopf habt und wo ihr das herbekommt, glaubt mir, das wollt ihr nicht haben, weil das ist so eine Markierung. Ich habe dem sozusagen markiert, dass ihr mein ganzes Team sehen kann. Und das macht man einfach auf der PS3 zumindest mit der Select-Taste. Hier hole ich mir meinen zweiten Kill und werde dann auch umgebracht. Wechsel dann auch schnell die Waffe, ich glaube zur AK-47, jo. Und ja, wie gesagt, ihr könnt hier mit der Select könnt ihr Gegner markieren, dass euer ganzes Team den dann auch sehen kann. Ich weiß nicht, wie es auf PC ist oder auf Xbox, welcher Knopf es da ist. Auf jeden Fall PS3, da wo ihr den Scoreboard auch aufrufen könnt. Und ja, die Select-Taste ist eigentlich eine oft benutzte Taste von mir bei dem Spiel, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf dem ersten Punkt, da wo wir verteidigen müssen, auch Select drückt, sagt ihr eurem Team entweder, dass sie das angreifen sollen, wenn die Gegner das haben, oder dass sie das verteidigen sollen, wenn euer Team das hat. Ja, und wenn jemand am Sterben ist oder im Sterben liegt, dann muss man ja wie so ein Bekloppter auf die X-Taste hämmern, werdet ihr auch noch sehen, ich werde ein paar Mal hier in dem Match sterben. Aber glaube ich, mein bestes Online-Match bis jetzt hier, was ich hier gezockt habe. Und ja, schon eine Dreier-Serie gegen den T-Vane. Und ja, wenn jemand so im Sterben liegt, könnt ihr auch Select drücken. Das hat zwei Vorteile. Erstens, der Gegner, eurer Teamkamerad, der im Sterben liegt, sieht dann, dass ihr den wiederbeleben wollt und kann dann auch X drücken. Sonst denkt er sich, ja, kommt ja keiner mich wiederbeleben. Und solltet ihr dann halt nicht rechtzeitig schaffen, ihn wiederzubeleben oder da anzukommen, wird ja, so viel ich weiß, dann direkt neben euch wieder gespawnt. Das sieht man auch in der späteren Szene, wo Quantum nicht rechtzeitig kommt, um mich wieder zu beleben und ich dann direkt neben ihm spawne. Das heißt, wenn ihr verwundete Gegner auf dem Boden seht, mit Select markieren, also wenn sie eure Freunde zum Beispiel sind, dass sie dann direkt neben euch spawnen. Kleiner Tipp, jetzt sehe ich, merke ich hier oben, ah, da sniped einer. Und ja, ich bin ja so kleiner messergeiles Kind, ne? Schön hinten rumlaufen, nochmal umdrehen, ob keiner von hinten kommt. Und den dann schön von hinten messern. Und ja, ihr könnt auch, ich glaube L2 ist das, gedrückt halten. Und dann seht ihr, was ihr alles für Waffen habt und so. Und bei der Standard Sniper-Klasse, dann sind auch Annäherungsminen, das sind sowas, könnt ihr auf dem Boden liegen. Und dann, wenn ein Gegner drauf tritt, dann, ja, dann stirbt er halt. Jetzt hier, keine Ahnung, war irgendwie so ein kleiner Leck oder so. Ich habe nur einen Hitmarker bekommen, hab ihn vorher abgeballert. Der hat dann eine Granate. Dreh mich um, da steht der Steinofen und zack, den kill ich dann. Meine 5er-Serie. Jetzt schnell zur Pistole wechseln, weil das meistens schneller geht als nachladen. Lade dann doch kurz nach, da kommt der, schieß auf ihn und bin sofort tot. Also war wahrscheinlich irgendwie ein kleiner Leck, vor allem hat er noch 67%. Aber naja, weil die Online-Server könnte man ja gar nicht drauf zocken, deswegen haben wir hier ein privates Spiel gemacht. Und ja, hier sieht man, ich hau wie so ein Verrückter auf die X-Taste und wird dann wiederbelebt. Und jetzt passt mal auf, wie ich mich bei dem T-Vane räche. Bam! Headshot! Und Defensiv-Kill. Und da unten für einen Defensiv-Kill kriegt ihr 3 TS. Diese TS sind die Punkte, die ihr zum Beispiel für eure Abschussserien braucht. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt ändern kann. Auf jeden Fall haben wir uns so verabredet, dass ich immer den Speer hier in dem Spiel rausgehaut habe. Das heißt, so eine Art Aufklärungsrunde. Und der Quantum hat dann immer Giftgas versucht oder diese Fässer da rauszuhauen. Hier auch wieder 2 TS bekommen, weil ich einen Kampfschrei aktiviert habe, aber dann leider von T-Vane gekillt worden. Wird aber jetzt sofort wieder belebt. Ja, dieses Kampfschrei und so, gebe ich euch einen Tipp, immer wenn viele Teamkameraden von euch oder um euch herum sind, könnt ihr das aktivieren. Ich glaube, pro Teamkamerad, der um euch rumsteht, kriegt ihr 2 von diesen TS-Teilen. Das heißt, wenn ihr am Anfang das Spiel startet und, ja, hier schön Double Kill. Ja, wenn ihr am Anfang das Spiel startet, könnt ihr einfach zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, wie das hier heißt, Herrschaft spielt
und euer ganzes Team euch rumsteht, dann könnt ihr das aktivieren und die Flagge einnehmen, dann habt ihr automatisch schon Speer, obwohl ihr nicht mal was gemacht habt. Das ist eigentlich ein schöner, cooler Trick. Und jetzt dachte ich mir hier so, ja komm, gehst du mal hier nach hier oben, guckst hier ein bisschen runter, schön die Gegner markieren, wird dann abgeschossen. Sehe, da hinten ist T-Vayne, kill ihn. Und jetzt schöne Zehner-Serie. Und dann ist mir aufgefallen, habe keine Munition. Also schön hinten rumlaufen, versuchen die Gegner von hinten zu flankieren. Und ja, so nochmal als kleinen Tipp, wenn ihr das Spiel spielt, bleibt nicht stur hier an diesen Punkten stehen, so, sondern versucht die Wege zuzumachen. Das heißt hier, wie ich versuche hier den Denkmal, die kommen von dem Spawn da hinten, T-Vayne versucht hier, deswegen gehe ich wieder zur anderen Seite. Und ja, weil es halt effektiver, wenn ihr diese Wege ja, dicht macht, sage ich jetzt mal, anstatt ihr dann direkt ganz halt bei der Bombe campt. Das kennt ihr sicher aus dem echten Leben. Ein kleines Beispiel: Parkplätze, die sind ja auch am Wochenende oder sonntags manche zumindest abgeschlossen. Und da tun die auch nicht jeden Parkplatz, also jeden Platz einzeln so mit so einer Kette absperren, sondern die tun die Einfahrt und Ausfahrt einfach mit so Ketten absperren. Das ist halt einfacher. Und ja, jetzt hier sehe ich, wir verlieren Sender 2. Guck mich um. Und da stand auf dem Kill. Und dann kommt der mit der scheiß Sniper von hinten. Naja, und jetzt hier hau ich wieder wie ein Verrückter auf die X-Taste, damit ich am Leben bleibe. Und schaue mich dann hier um. Guck, T-Vayne ist da hinten beim dritten Sender und merkt, ach, der kommt nicht mehr, hört dann auf zu tippen. Und dann ist meine schöne Kill-Serie kaputt gegangen. Naja, aber was soll's, wir haben die sowieso so fett dominiert. Und hier ist wieder ein cooles Beispiel: Quantum geht da hinten rein und markiert den Sicht, ach, den Weg und ich hier den anderen Weg. Jetzt meint er kurz, hat er mir per Headset gesagt, dass ich da rüberkommen soll, den helfen. Obwohl der Sprachchat ist ja genau wie ein Server. Könnte er komplett in die Tonne kloppen. Und ja, jetzt haben wir uns nochmal besser aufgeteilt. Er geht die andere Richtung zu machen, ich gehe hier rüber. Und drehe mich ganz halt um, weil ich immer denke, wenn ich hier bin, könnte ich mich von der anderen Seite wegsnipen. Drehe mich jedes Mal um, guck. Und glaube ich, nachher kam ich auf die Idee, hier runter zu kommen, gehen. Jo, weil von hier aus kann ich dann halt nicht von Quantum-Seite weggesniped werden. Jetzt habe ich einen Sniper gehört, aber nicht gemerkt, dass der Steinofen den meinen Kameraden halt gekillt hat. Ich schaue die ganze Zeit hier hin. Und jetzt, erst wo wir das verlieren, ist mir das aufgefallen. Ich schieße auf ihn, der stirbt wieder nicht, klettert da oben rein. Und jetzt hier schön zwischen den Bäumen, schön verstecken. Und hier hat man das gesehen, seht ihr? Da ist er alleine reingelaufen, T-Vayne. Konzentriere mich auf ihn. Und in der Zeit, wo der da oben war, na, ist der Steinofen bei ihm gespawnt. Dass er, weil T-Vayne hat wahrscheinlich, als er da auf dem Boden lag, den mit Select markiert. Deswegen ist er da oben bei ihm gespawnt. Und hier sieht man das jetzt auch gleich, was ich vorhin meinte. Der Quantum läuft jetzt da hoch und versucht, den wieder zu beleben. Ach, versucht ihn zu killen, hat ihn jetzt geschafft. Versucht dann mich wieder zu beleben. Schafft es aber nicht. Und ich spawn direkt neben ihn, weil mich hier mit Select markiert hat. Hier sieht er dann direkt vor mir. Ist ein kleiner Tipp von mir. Genau wie hier immer schön die halt die Eingänge abballern. Und hier wurde er wieder von Steinofenjoe getroffen. Ich guck, ziel auf ihn, treffe ihn aber nicht wirklich. Werf mal eine Granate, er hat mich am Anfang mit einer Granate gekillt und bekomme meinen Rachekill. Ja, Retter, siehst du, wenn ihr mal Leuten wiederbelebt, kriegt ihr 8 TS-Punkte. Und ja, jetzt haben wir uns, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, getauscht, dass ich jetzt auf Giftgas spare, da ich ja so eine coole Serie hatte vorher oder so eine hohe Serie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich schaffe Giftgas sogar am Ende noch. Ne, schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Ne, schaffe ich nicht mehr. Naja, und jetzt sieht man das, dass auf dem Sender 1 halt so ein Zielfernrohr war. Oder so ein Ziel, das heißt, ich habe es markiert. Und jetzt, wenn ich hier, wurde mir gesagt von Quantum, pass auf, hinter dir, dreh mich um. Oh, hab's aber leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich habe keine Ahnung, von wo er kam. Ich habe mich vorhin noch nach rechts umgeschaut, dass er so nah hinter mir war. Ah ja, bin ich nochmal gestorben. Spawnern jetzt direkt wieder. Und hier sieht man dieses Kreuz, das heißt, sie sollen die Position angreifen, mit Select markiert. Seh den Stein auf dem Joe. Seh, der läuft rein, denkt mir, okay, der kommt jetzt aufs Fenster und zack, gekillt.
Ja, ihr müsst auch manchmal überlegen, wo läuft der Gegner jetzt hin, wo guckt er als nächstes raus und dann dahin zielen. Ja, jetzt haben wir das gewonnen. Und das ist halt bei Far Cry so, wenn ihr kein Far Cry habt. Hier kann, da ich jetzt gewonnen habe, kann ich entscheiden, ob ich ihn bestrafen soll oder befreien soll. Das ist Steinofen-Jo war jetzt der Beste aus dem Gegner-Squad. Und ich habe mich hier für, ja, für die Bestrafung entschieden. Zuerst sah es so aus, als ob, ob ich ihn verschonen wollte, aber nein, habe ihn platt gemacht. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und könnt ihr einen Kommentar schreiben. Ciao.